ich meine politischen Erlebnisse und Erfahrungen in den turbulenten Jahren der neuesten Geschichte des deutschen Kapitalismus erzählen. Der nach zwei historischen Niederlagen 1918, 1945 und nach dem großen Verbrechen, dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte wieder oben auf ist, der die Europäische Union politisch, ökonomisch, militärisch dominiert, der nach der Treuhand von 1989 und der Verschleuderung des Volksvermögens der DDR in Athen eine neue, zweite Treuhand geschaffen hat und betreibt und das griechische Volksvermögen verschleudert, um die deutschen Banken zu befriedigen. Zufällig ist beide Male Wolfgang Schäuble mit von der Partie. Ich will zuerst sprechen über 1916 bis 1933, meine Jugend in Deutschland. Ich bin geboren im Ersten Weltkrieg 1916 und kann mich ab etwa 1922 gut erinnern. Inflation, Stabilisierung mit der neuen Rentenmark, der Enteignung der kleinen Sparer. Es folgten etwa vier goldene Jahre 1924 bis 1928. Faktisch totaler Schuldenschnitt der Siegermächte. Die verzichteten auf die Reparationszahlungen, die im Friedensvertrag von Versailles vorgeschrieben worden waren. Anfang 1929 begann die große Weltwirtschaftskrise. Massenarbeitslosigkeit, harter Abbau der sozialen Sicherung, Aussteuerung der Arbeitslosen. Die bekamen gar nichts mehr, wenn sie Verwandte hatten, die noch Arbeit hatten. Schnelle Entwicklung der faschistischen Bewegung, gefördert von allen Teilen der deutschen Bourgeoisie. Schrittweise Auflösung der bürgerlichen Demokratie und der bürgerlichen Parteien. Bürgerliche und sozialdemokratische Selbstberuhigung, denn Deutschland sei nicht Italien, sei das Land der Dichter und Denker, und sowas wie in Italien könnte in Deutschland gar nicht passieren. Unter dem Einfluss des Stalinismus begann 1928 die endgültige ultralinke Wendung der KPD. Die Sozialdemokraten, unsere Klassengenossen, wurden zu Sozialfaschisten und Zwillingsbrüdern des Faschismus erklärt, die zuerst zu bekämpfen seien, und eine Einheitsfront könne es nur unter der Führung der KPD geben. Also gab es keine Einheitsfront. Man wollte die reformistischen Führer ausschließen. Die KPD versuchte, alle unsere überparteilichen Massenorganisationen zu spalten und näherte sich in der Propaganda, in den Worten, den sogenannten irregeleiteten Revolutionären. Man behauptete, die SA-Leute seien irregeleitete Revolutionäre. Die SPD-Führung zahlte mit gleicher Münze. Die KPD wurde zu Kozis und rot lackierten Nazis ernannt. Die SPD verließ sich auf die bürgerliche Demokratie, die sich gerade auflöste, und auf den Generalfeldmarschall von Hindenburg, wählte ihn im Mai 1932 erneut zum Reichspräsidenten und meinte, dieser würde nie den gefreiten Hitler zum Kanzler ernennen. Diese Illusion dauerte nur 8 Monate. Die eigenen Wehrorganisationen im Reichsbanner befahl ihr Führer Otto Hörsing und die SPD auf den Befehl zum Widerstand zu warten, der aber niemals kam. Reichsbanner und Roter Frontkämpferbund bekämpften sich politisch und physisch auch. Der 30. Januar 1933 war der Tag des legalen Staatsstreichs, des widerstandslosen Übergangs von der bürgerlichen Demokratie zur faschistischen Diktatur. Beides Staatsformen kapitalistischer Herrschaft. Unsere großen Organisationen kapitulierten widerstandslos mit demoralisierender Wirkung auf die Randschichten der Arbeiterklasse.
Über die Alternativen werde ich später noch sprechen. Wir kritischen Kommunisten, ausgestattet mit der besten Faschismusanalyse, der von August Thalheimer, hatten uns dennoch die extreme Brutalität des deutschen Faschismus nicht vorstellen können. Wir hatten gehofft, nach 2 bis 3 Jahren würde die Arbeiterklasse in Deutschland den Faschismus stürzen. Ein Irrtum von 9 Jahren. Mit seiner Rede vom 3. Februar 1933, da sagte er, wir haben Marxismus, Bolschewismus und Judentum endgültig besiegt und wir werden 1000 Jahre regieren. Mit dieser Erklärung hatte Hitler sich um 988 Jahre geirrt. Ein bisschen mehr als ich. Sein Irrtum war teuer für uns alle. Am 2. März, wenige Tage nach dem Göringschen Reichstagsbrand, am 27. Februar, machte ich mein Abitur. Am 5.3. war die sogenannte Reichstagswahl, wo die kommunistischen Kandidaten alle schon eingesperrt waren. Am 7. März verließ ich Deutschland und ich war genau 17 Jahre und seitdem war ich selbstständig. Über die 13 Jahre meines Exils berichte ich in meiner Autobiografie, die da liegt. Diese Jahre überspringe ich jetzt. Am 1. April 1946 kehrte ich in die britische Zone des verkleinerten, viergeteilten Restdeutschlands zurück und wurde wieder eingebürgert. Ich werde etwas ganz wenig über den Faschismus sagen, man konnte es wissen. Wir werden ja morgen Abend über den Faschismus ausführlicher reden. SPD und KPD verzichteten auf eine Analyse des deutschen Faschismus und gaben sie Illusionen hin, sahen diese Bewegung als fast ungefährlich und vorübergehend. Das beste und noch heute gültige marxistische Faschismusanalyse verfasste August Thalheimer, ähnliche Analysen verfassten Leo Trotzki und Fritz Sternberg. Über diese Geschichten werde ich morgen Abend reden und überspringe das jetzt. Mit ganz wenigen Ausnahmen hat die deutsche Bourgeoisie und alle ihre Teile und alle ihre Institutionen mit Begeisterung mitgewirkt bei Hitler, bis die Niederlage überdeutlich wurde. Dann, nach Stalingrad und El Alamein 1943, am 20. Juli 1944 begann der bürgerliche Widerstand. Unser Widerstand, der proletarische, begann bereits 1928. Es gibt natürlich weitere sozialistische Faschismusanalysen, die nicht materiellen Faktoren, die psychologischen einbeziehen und so weiter, die weniger marxistisch sind, aber das am wenigsten marxistisch, aber verbal viel radikaler ist die Faschismusanalyse von Dimitrov 1935 als Generalsekretär auf dem 7. und letzten Weltkongress der Kommentare. Er hat das vortragen müssen. Für ihn bestand die deutsche Bourgeoisie aus 2 Teilen. Angeblich gab es einen sehr imperialistischen und sehr brutalen und einen weniger imperialistischen Teil. Mit diesem weniger imperialistischen Teil wollte man eine Volksfrontpolitik machen. Das Wort Volksfront ist auch missbraucht worden, wie viele Worte. Die Front Populaire in Frankreich war ganz was anderes als die sogenannte Idee der Volksfront in Deutschland. Diese Politik der Volksfront entsprach der aktuellen Außenpolitik der Stalinführung, die die Aggression des deutschen Faschismus erkannt hatte und Kooperation mit den demokratischen Westmächten suchte, bis zum Stalin-Hitler-Pakt 1939. Von da an, bis zum faschistischen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, war den kommunistischen Parteien der Antifaschismus verboten. Aber das ist eine andere Geschichte, über die ich nicht weiter reden will. Ich komme zu 1946, der Niederlage zur Restauration des deutschen Kapitalismus. Westdeutschland und Berlin waren viergeteilt. Die Grenzen der Gesellschaftssysteme verliefen zwischen den 2 Deutschländern. Die kapitalistische Besatzungsmächte wollten den Kapitalismus konsolidieren
und diesen zum Bundesgenossen im beginnenden Kalten Krieg aufbauen. Das wusste die CDU unter Konrad Adenauer zu nutzen. Die Bourgeoisie hatte und hat Klassenbewusstsein, auch wenn sie sich in ihrer Schwäche 1947 im Adenauer Programm verbal zum Sozialismus bekannte. So haben sie gelogen. Kurt Schumacher war 1933 und anders als Wilhelm Keil, er war ein Gegner der NSDAP, war immer Antifaschist, aber war auch immer Antikommunist. Er hat Dachau überlebt, wo er mit Kommunisten nicht sprach. Er wurde SPD-Vorsitzender in Hannover, wurde auch bald ein Ostbüro der SPD geschaffen zum Kampf gegen das andere Deutschland. Geleitet von dem ehemaligen Kommunisten Sigmund Neumann. Sein Aufgabenbereich erstreckte sich bald auch auf die Gewerkschaften. Mit seinem Zehnerkreis sogenannter zuverlässiger Funktionäre kämpfte er gegen die KPD-Unterwanderung, wie er behauptete, der freien Gewerkschaften, die unter ständiger politischer Kontrolle der Alliierten wieder aufgebaut wurden. Und endlich im Herbst 1949 in München den Deutschen Gewerkschaftsbund mit seinen 16 Industriegewerkschaften gründen durfte. Die christliche demokratische Arbeitnehmerschaft, CDA, die Zusammenfassung der sogenannten christlichen Arbeitnehmerschaft, wurde in allen Gewerkschaften und im DGB-Vorstand um der Einheit willen mit zwei Vorstandsmitgliedern eingesetzt. Als Aufseher der CDU, was keineswegs ihrem Anteil an der Mitgliedschaft entsprach. In den freien Einheitsgewerkschaften sorgte zusammen mit Sigmund Neumann und seinem Zehnerkreis der Ex-Kommunist Eduard Wald mit eigenem Büro in Hannover für den Kampf gegen die Funktionäre, die noch Mitglieder der KPD waren. In der ersten Generation der Gewerkschaftsvorsitzenden nach 1945 standen noch klassenbewusste Sozialdemokraten, Otto Brenner von der IG Metall, Wilhelm Gefeller von der IG Chemie, Papier, Keramik, Leo Marlein von der IG Druck und Papier und Heinrich Rodenstein von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Jakob Knöss von Bausteine Erden und andere. Die nächste Generation wurde anders ausgewählt. Kampf gegen die KPD-Anhänger verschärft. Georg Leber, der Panzerfahrer aus dem Zweiten Weltkrieg, der Nachfolger von Knöss bei den Bausteine Erden, der stürmte an einem frühen Montagmorgen alle Büros der Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, wo noch Kommunisten saßen, und dann waren sie draußen. Das waren die Methoden, in denen man angeblich demokratisch die Gewerkschaften erneuerte und befreite von den hässlichen Kommunisten. Die SPD kritisierte zwar verbal die CDU und Adenauer wurde von Schumacher als Kanzler der Alliierten verurteilt. In Wirklichkeit war aber die SPD genauso Gegner der Sowjetunion und der DDR. Mit der Hoffnung auf eine Mitbestimmung in der kapitalistischen Wirtschaft lehnten sie den Klassenkampf ab und unterstrebten eine Zusammenarbeit mit dem damaligen demokratischen Wiederaufbau. Auch die KPD hatte die Kollektivschuld des deutschen Volkes an den Verbrechen des Dritten Reiches anerkannt. Die Abtrennung der Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie und die sogenannte vorläufige Umsiedlung, wie es hieß in dem Potsdamer Abkommen, der dortigen Arbeiter und Bauern akzeptiert. Das Gegenteil von Lenins Parole und Forderung von 1917, Frieden ohne Annexion und Reparation. Die KPD suchte ebenfalls die Zusammenarbeit mit dem Bürgertum beim Wiederaufbau der bürgerlichen Demokratie. Auch sie entsandte je einen Minister in alle von den Alliierten eingesetzten und kontrollierten Regierungen von Bremen bis nach Stuttgart und München.
Außer in Tübingen, da saß der Carlo Schmitt und der konnte keinen Kommunisten riechen. Und so wurde in Württemberg-Hohenzollern, gab es keinen kommunistischen Sozialminister. Und die Aufgabe dieser Minister war nicht zufällig, sie sollten den Widerstand gegen den Lohnstopp, gegen die Hungerrationen verhindern und sollten auch die Versuche zur Demontage, die sollten Demontage zulassen und sollten auch verhindern die Versuche zum Generalstreik und zur großen Aktion. Im bald begonnenen Kalten Krieg wurden aus diesen Institutionen und den Zeitungsredaktionen kurzerhand alle Kommunisten hinausgeworfen. Mit ihren Imitationenkonferenzen versuchte die KPD für eine nationale Einheit zu werben, natürlich vergeblich, denn es konnte keine geben. Am 20. Juni 1948 fand in den drei Westzonen eine Währungsreform statt, damit die offizielle Bestätigung der politischen Spaltung der beiden Deutschländer. Neben der wirtschaftlichen Teilung gab es jetzt eindeutig zwei politische Deutschländer. Von 1945 bis 1948 hatten die Arbeiter im Westen zu niedrigsten Löhnen und niedrigsten Lebensmittelzuteilungen gearbeitet, während die Unternehmer die ihre Produktion horteten oder exportierten oder schwarz verkauften. Die Vorleistungen der Werktätigen, die primäre Akkumulation, wie Karl Marx sagen würde, ermöglichte dem Chef der Zwei-Zonen-Wirtschaftsrats in Frankfurt, Ludwig Erhard, das Wirtschaftswunder, das er selber produziert haben sollte. 1948, die SPZ musste eine eigene Währung anschaffen. Im Herbst 1949 wurde die BRD gegründet und kurz danach die DDR. Der erste Westdeutsche Bundestag wählte mit einer Stimme Mehrheit, der Stimme von Konrad Adenauer, diesen zum ersten Kanzler einer bürgerlichen Koalition. Bei der ersten Wahl erhielt die KPD über 5% der Stimmen und erreichte mit 15 Abgeordneten die Fraktionsgröße. Genau das, was damals gefordert wurde. 15 Mitglieder bilden eine Fraktion. Fraktionsvorsitzender war Kurt Müller, zweiter Vorsitzender der KPD, bis er 1950 in der DDR verhaftet wurde. Eine lange Geschichte, über die ich nicht weiter erzählen will. Tragische Geschichte des Stalinismus. Auf dem sogenannten Münchner Parteitag beschloss die KPD die These 37. Die KPD-Mitglieder im Deutschen Gewerkschaftsbund zu vorrangiger Befolgung aller KPD-Anweisungen verpflichtete. Damit erleichterte sie den Reformisten, diese Funktionäre zu entlassen. Im Oktober 1950 wird auch ein Gesetz gegen die Wiederaufrüstung beschlossen, gleichzeitig aber von der Regierung der Aufbau der neuen bewaffneten Macht begonnen. Der Koreakrieg 1953 bis 1953 eröffnet eine Konjunktur für die deutsche Rüstungsindustrie. Adenauers Innenminister Dr. Gustav Heinemann verlässt die Regierung 1950 und die CDU, weil er sagt, so haben wir nicht gewettet. Bei der Bundestagswahl 1953 erhielt die KPD nur noch 2,4% der Stimmen, war daher nicht mehr im Bundestag vertreten. Die kritiklose Zustimmung zu allen Handlungen der DDR hatte große Teile ihrer Sympathisanten enttäuscht. 1956 wurde die KPD verboten, 5000 ihrer Aktivisten wurden in die Gefängnisse der BRD eingesperrt. Aber wir haben keine politischen Gefangenen, wir sind das Land der Menschenrechte und der Demokratie. Auf dem Godesberger Parteitag 1959 strich die SPD auch formal den demokratischen Sozialismus aus ihrem Programm, wie wenig er auch in der Praxis der Partei bedeutet hatte. Der ehemalige Kommunist Herbert Wehner war der Eintreiber dieses Bekenntnisses zum Kapitalismus.
Ich würde etwas sagen über die wirtschaftliche Entwicklung, über die wirtschaftliche Bescheidenheit. Der Wiederaufbau des deutschen Kapitalismus ging weiter. Die Werktätchen bauten die zerstörten Fabriken wieder auf. Entgegen der Verfassung von 1949 wurde von den Nazi-Offizieren Hans Speidel und Adolf Heusinger die Bundeswehr erneut formiert. Geflüchtete Nazi-Offiziere wurden aus Lateinamerika zurückgerufen. Washington forderte die Wiederaufrüstung. Nur die atomare Bewaffnung, die Verteidigungsminister Franz Josef Strauß forderte, wurde nicht bewilligt. Der Faschist Reinhard Gehlen baute den Geheimdienst auf. Dr. Globke, der Verfasser der Nürnberger Rassengesetze, war unverzichtbarer Staatssekretär von Konrad Adenauer. Wehrwirtschaftsführer Hans-Martin Schleyer war Chef der Daimlerwerke und Leiter der schwäbischen Unternehmerverbandes. Sie waren alle wieder da. Der Hitler ging, die Nazis blieben. Massendemonstrationen gegen die Wiederbewaffnung und gegen die Atomrüstung, später gegen Notstandsgesetze, fanden statt, anfangs von einigen Gewerkschaften unterstützt. Diese Unterstützung wurde eingestellt, sobald der Bundestag die Gesetze beschlossen hatte. Der IG Metall-Vorsitzende Otto Brenner war vor 1933 zwar Mitglied der SAP gewesen, er forderte aber Anerkennung der Gesetze. Wurde Ludwig Erhard Bundeskanzler. Er hatte nicht nur das Wirtschaftswunder selber hergezaubert, sondern 1959 auch die Volksaktien erfunden, mit deren Hilfe die Arbeiter kaufen sollten, und die Werktätchen sollten auf diese Weise Kapital in Arbeitnehmerhand bilden. Volkskapitalisten sollten sie werden. Dein Inspirator Walter Eugen erfand die soziale Marktwirtschaft. Das Wort Kapitalismus wurde abgeschafft, damit auch der Kapitalismus und die Ausbeutung. Wenn es keinen Kapitalismus mehr gibt, gibt es auch keine Ausbeutung. Ganz einfach haben sie das gemacht. Die Reformisten wollten den Aufschwung nicht stören, zumal auch die Beschäftigten Verbesserungen spürten. Viktor Agars, der Leiter des Wirtschaftlichen Instituts des DGB, fand diese Verbesserungen als ungenügend und forderte eine offensive Lohnpolitik. Dafür wurde er abgesetzt. Durch einen langen Streik 1956 wurde die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Abschaffung der Karenztage, durchgesetzt und danach vom Bundestag gesetzlich geregelt. Vor dem Bundestag war also der Streik gewesen, der erfolgreiche Streik. Ein weiterer Erfolg war die teilweise Durchsetzung der Fünf-Tage-Woche. Der Kampf 1984 um die 35-Stunden-Woche wurde zu einem fragwürdigen Erfolg, weil die Unternehmer erreichten, dass die 35 Stunden nicht in einem Schlag, sondern schrittweise eingeführt werden. Und dabei haben sich ständig die Intensität der Arbeit verstärkt, und zwar ohne Lohnausgleich, sodass die Sache verpuffte. Die Wirkung der 35-Stunden-Woche war ganz, ganz gering. Aber ein Erfolg war dagegen, die Steinkühlerpause 1973, 15 Minuten Pause jede Stunde am Fließband. Ludwig Erhard erwies sich, wie Adenauer gesagt hatte, als unfähig. Seine Nachfolger trat 1966 die kleine Koalition von Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt an. Der Willy Brandt wurde Außenminister. Nach ihr folgte eine SPD-FDP-Koalition Brandt und Walter Scheel. Dr. Barzel, Fraktionsvorsitzender der CDU,
verkaufte 1974 einige FDP-Abgeordnete, unter ihnen den Ritterkreuzträger Mende, und versprach ihnen, ihr bekommt Posten im Bundestag auf Lebenszeit. Ihr kriegt eine Position, einen Wahlkreis, wo ihr auf Lebenszeit Abgeordnete werdet. Nachdem er die Abgeordneten gekauft hatte, versuchte er ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum und die Brandt-Regierung zu stürzen, da er sich eine Mehrheit durch den Abgeordnetenkauf errechnet hatte. Die SPD aber kaufte sich im Stillen den CDU-Abgeordneten Steiner aus Biberach, glaube ich, das Misstrauensvotum misslang, und Barzel musste den Vorsitz der CDU-Fraktion aufgeben und bekam dafür 1,4 Millionen. Das hieß dann, damit er nicht ein Sozialfall wird. So hat man damals geantwortet. In der Außenpolitik beriet Egon Bahr die Regierung Brandt. Das Ziel blieb die Übernahme der DDR. Jetzt nicht mehr mit Politik der Stärke, wie Adenauer wollte, sondern durch Wandel, durch Annäherung. Nach einigen Skandalen löste Helmut Schmidt Willy Brandt ab. Aber auch die FDP war der Koalition mit der SPD müde geworden und begann 1990, glaube ich, mit Kohl, das war früher. 82. Also 80, ja. Begann mit Kohl den Sturz von Schmidt vorzubereiten. Damals hatte Genscher gesagt vor der Wahl, wenn ihr wollt, dass Schmidt 4 Jahre regiert, müsst ihr die FDP wählen. Da hat er damals fast 11% bekommen, die höchste Stimmenzahl, die es gab. Und kaum war das vorbei, hat er angefangen, gegen Schmidt zu kombinieren. Und den Sturz von Schmidt vorzubereiten, das gelang im Jahre 1982. Die Gewerkschaften wurden nun zurückhaltender. Die Arbeitslosigkeit nahm zu schnell zu auf über 5 Millionen. Die IG Metall-Vorsitzende Klaus Zwickel schlug 1996 den Unternehmern und der Regierung ein Bündnis für Arbeit vor. Die Lohnbescheidenheit gegen neue Arbeitsplätze. Die Gewerkschaften lieferten die Lohnbescheidenheit, aber die Unternehmer lieferten nicht die Arbeitsplätze. Die Arbeiter wurden entlassen und die Beschäftigten bei lahmer Konjunktur wurden rausgeworfen. Willy Brandts Regierung gibt einen radikalen Erlass heraus, der alle Mitglieder der von der KPD beeinflussten, von Justizminister Dr. Gustav Heinemann neu zugelassenen DKP, sie musste nur ihren Namen Buchstaben ändern, um dem Verbotsgesetz von 1956 gerecht zu werden, und ihre Nebenorganisation von jeder Anstellung im öffentlichen Dienst ausschloss. Dazu gehörte auch der MSB Spartakus. KPD-nahe Studenten durften nicht zum Doktor promovieren. Das war anders in der DDR. Da durfte Frau Merkel, konnte ihren Doktor machen und war als FDJ-Sekretärin. War also der Widerstand war nicht so furchtbar doll. Die legalisierte KP folgte der gleichen Linie wie die KPD und die SED. 1987 erklärte der Chefideologe der SED, Kurt Hager, wenn die KPDSU ihrem Land eine neue Tapete verpasst, brauchen wir in der DDR dennoch keine neuen Tapeten. Man nannte ihn daher den Tapetenhagen. Heinz Jung, der Chefideologe der DKP, stellte seiner Partei die Hauptaufgabe, den Gorbatschowismus zu bekämpfen. Gegen diese Linie protestierten viele mit jüngeren Reformer der KP. Der DKP verließen den größten Teil der 50.000 Mitglieder verließen die Partei. Ich muss jetzt etwas korrigieren. Ich habe bisher geglaubt, dass der Heinz Jung bis zum Schluss der gleichen Meinung war. Am Samstag hatten wir ein Seminar in Stuttgart zu meinem 100. Geburtstag und da hat Frank Deppe gesprochen, der den Jung kannte, und ich wusste nicht, dass Heinz Jung 1989 gesagt hat, ich habe mich geirrt. Das finde ich gut. Und auch der Kurt Hager hat das 89 gesagt. Ich habe 89, kurz vor dem Zusammenbruch der DDR, finde ich einen Artikel der Süddeutschen Zeitung. Kurt Hager sagt, wir müssen reformieren.
Das sagt für mich, dass diese sogenannten Chefideologen Schnauze halten mussten, dass sie das sagen mussten, was offiziell war. Alles ist in Ordnung, wir brauchen keine neuen Tapeten. An dieser Stufe, an diesem Verbot des Denkens, daran sind wir gescheitert. 1989 beginnt die Selbstzerstörung des sozialistischen Blocks von Ostberlin bis Wladiwostok. Die DDR wird an die BRD angeschlossen, während Washington das befördert. Margaret Thatcher in London und Mitterrand in Paris haben große Bedenken. Wir lieben die Deutschen so sehr, dass wir lieber zwei Deutschländer als ein Deutschland haben. Sie waren dagegen, aber sie mussten nachgeben gegenüber Genscher und den Amerikanern. Nach einem Wahlsieg der SPD 1997 bildet Gerhard Schröder eine Regierung mit den sogenannten Grünen. Der ehemalige Linke Joschka Fischer, wird Außenminister. Oskar Lafontaine, noch Parteivorsitzender der SPD, wird aus der Regierung geworfen. Weil Schröder erklärt, ich lasse mir meine guten Beziehungen zur Wirtschaft nicht stören. Die Regierung Schröder lehnt zwar die Teilnahme am US-Krieg gegen Irak ab, aber 1999 einen militärischen Angriff gegen Jugoslawien. Sie bombardieren Belgrad und bewaffnen die nationalistischen Kräfte in Kroatien unter Franjo Tuđman und andere Gegner der Belgrader Regierung. Die erneute Balkanisierung des Balkans ist das Ergebnis der neuen imperialistischen Politik Berlins. Auch auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialpolitik folgte die sogenannte rot-grüne Koalition, die weder rot noch grün war, und ihre zweite Auflage bis 2005 vollständig den Bedürfnissen und Wünschen der deutschen Kapitalisten mit der Agenda 2010. Abbau der Sozialversicherung, Deregulierung des Arbeitsmarktes, Abbau des Normalarbeitsverhältnisses, alles als Reform bezeichnet. Jedes Wort eine Lüge. Der größte Teil der Gewerkschaftsvorstände war solidarisch mit dieser Regierung. Im Pforzheimer Abkommen der IG Metall in Württemberg 2004 mit den Unternehmern bekennt sich die IG Metall zur Mitverantwortung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Das war früher keine Aufgabe der Gewerkschaften gewesen. Diese Strategie des Co-Managements ist das historische Ende der SPD und des Reformismus. Ihre Befürworter, Schröder, Fischer und ihre Helfer, werden nach dem Ende der Koalition 2006 mit je 3 Sinekuren reichlich belohnt. Sie kriegen alle sogenannte Aufkommen, jeder baut eine Pipeline, der eine im Norden, der andere im Süden. Das sind lauter Fachleute der wirtschaftlichen Entwicklung geworden, lieber Nachbarn. Und ihre Renten waren zu klein. Schröders Agenda 2010 hat das Tor geöffnet für die nächste Führungsgarnitur, die Kapitalsoffensive fortsetzte und den Antikommunismus verschärfte. Die FDJ-Sekretärin Angela Merkel konnte in der DDR zum Doktor promoviert werden und der Pfarrer Gauck, den konnte den Unrechtsstaat gut überleben und seinen Widerstand erst nach 1989 entdecken, als er Chef der Gauck-Behörde wurde, die immer noch arbeitet nach 25 Jahren und weiter den Kommunismus erledigt. Gibt es eine Alternative? Ich glaube, das ist mein letztes Kapitel. Thatcher, Tony Blair, Gerhard Schröder und ihre Helfer erklärten und immer wieder, there is no alternative, es gibt keine Alternative. Das ist eine der vielen Lügen, mit denen die Regierenden jede Kritik zu Schweigen bringen wollen. Es gab und gibt immer Alternativen in der Geschichte. 1933 war die Alternative der gemeinsame Kampf aller Werktätchen, wie sie KPO, SAP und viele andere, die Trotzkisten,
vorgesehen hatten, vorgeschlagen hatten. 1945 wäre die Alternative gewesen, mit den Besatzungsmächten und ihren deutschen Verbündeten nicht zusammenzuarbeiten. Kritische Kommunisten haben unter anderem in Stuttgart protestiert, einen Generalstreik initiiert und die Demontage der Reichswehrwerke in Salzgitter verhindert. Ziel hätte sein müssen, ein demokratischer Sozialismus an die Stelle der Restauration des Kapitalismus zu setzen. Das forderte damals auch die Linke in der 1946 regierenden britischen Arbeiterpartei Michael Foot. Die Briten Michael Foot und Stanley Brockway, dänische Sozialisten, forderten Solidarität mit den deutschen Arbeitern und hätten weitere internationale Solidarität organisieren können. 2006 beschlossen sich PDS und BASG zusammen zur Linken. Das ist die einzige wirkliche Oppositionspartei, die einen demokratischen Sozialismus als Alternative zu den vier etablierten Parteien und den noch reaktionäreren Neugründungen erstrebt. Ich rufe alle Sozialisten auf, diese Linke zu unterstützen, sie zu stärken. Diese meine Partei muss mit Syriza in Griechenland, mit den Podemos in Spanien, mit den Linken in Portugal, mit den englischen Sozialisten unter Jeremy Corbyn und den anderen zusammenarbeiten und muss versuchen, die solidarisch internationale Aktion gegen das Diktat des deutschen Kapitalismus zu organisieren, der die Werktätchen in der EU einer verschärften Ausbeutung unterwirft. Wir sind alle die gleichen Opfer der kapitalistischen Politik von Merkel, Schäuble und Genossen und der deutschen Kapitalisten. Wir, die wir Arbeit haben, leben ein bisschen besser als die Griechen, aber das ist kein Maßstab. Wir gehören gemeinsam, wir sind gemeinsam Opfer dieses Diktats. Wir sollten gemeinsam internationale Solidarität organisieren. Aber es gibt einen proletarischen Widerstand, bisher ohne Strategie. Um eure Geduld nicht übermäßig zu überlasten, habe ich die großen Protestdemonstrationen der Werktätchen kaum erwähnt. Vor Bildung der BRD richtete sich gegen die Alliierten, gegen Hungerlöhne und Hungerrationen. Dann ging es gegen die Aufrüstung, gegen die Notstandsgesetze, bei den Ostermärschen gegen die Atombomben, gegen den Sozialabbau für Arbeitszeitverkürzung. Mal waren es 10 zentrale Demonstrationen in Bonn oder Berlin, mal gleichzeitig große Demonstrationen in Berlin, Frankfurt und Stuttgart. Immer waren es Hunderttausende, immer auch waren es Ein-Punkt-Bewegungen, denen eine lange Strategie fehlte, weil auch eine politische Führung fehlte. Immer wieder gelang es den Führungen von SPD und Gewerkschaftsführern, diese Demonstrationen abzubrechen, indem sie sich an die Spitze stellten. Das gilt auch für den Generalstreik 1948, ebenso auch für die zahlreichen wilden Streiks der 70er Jahre. Wir müssen lernen, der Hybris des neudeutschen Imperialismus in der BRD und in Europa solidarischen Widerstand entgegenzusetzen. Der Kampf der Arbeitenden ist ein Auf und Ab, eine Folge von Siegen und Niederlagen. Unsere Niederlagen sind vielleicht einmalig in der deutschen Geschichte, 1914, 1919, 1933. Jedoch hatten wir auch das Gegenteil. 1874 lobte Friedrich Engels die deutsche Arbeiterbewegung für den vorbildlichen Internationalismus von Bebel und Liebknecht. Vor 1914 bewunderten unsere ausländischen Gäste unsere mustergültigen Organisationen und unsere wunderbaren Gewerkschaftshäuser. Rosa Luxemburg warnte vor der Bürokratisierung unserer
unserer Organisation, aber unsere Kassenwarten in den Gewerkschaften sorgten sich mehr um die Streikkasse als um die Streiks. Die sorgten dafür, dass das Geld bewahrt hat. Noch 2 Minuten. Der Weg von August Weber und Wilhelm Liebknecht zu Gerhard Schröder, Scharping, Nahles, Clement und so weiter, ist wohl kaum umkehrbar. Er bedeutet das historische Ende des Reformismus, das Ende der KPD, die einmal die größte Massenpartei der Kommentaren außerhalb der Sowjetunion gewesen war, und die Unfähigkeit der DKP, sich zu erneuern, signalisieren das Ende des Konzeptes des parteistalinischen Typs. Die Offensive des deutschen Kapitalismus geht weiter, also auch unsere Abwehr. Die Linke muss das Beste der alten Webelschen Sozialdemokratie, Demokratie und tolerante Debatte und das Beste der Linken der luxemburgischen KPD, die sozialistische Zielsetzung, vereinen. Dann fangen wir wieder von vorne an, wie Friedrich Engels 1850 geschrieben hat. Dann fangen wir wieder von vorne an. Vielleicht noch ein Wort, was ich inzwischen gelernt habe. Regierungsteilnahme, Ministerposten schaffen keine Macht. Kurt Tucholsky sagt 1929, die Sozialdemokratie glaubt, sie sei an der Macht. Sie ist nur in der Regierung. Es ist gut, dass wir im Bundestag vertreten sind und dort unsere Forderungen vortragen, unsere Stimme zum Protest erheben. Aber die Entscheidungen fallen nicht mehr im Bundestag, höchstens formal. Im Bundestag sitzen Lobbyisten und ehrenamtliche Berater der Minister, die einen kurzen Draht zu Industrie und Banken haben. Der Einfluss der Abgeordneten ist geringer. Die kapitalistische Demokratie ist besser als der Faschismus. Sie wird aber systematisch ausgehöhlt. Der Staat ist nicht neutral. Vielmehr hat er braune Geburtsmerkmale und eine rechte Schlagseite, siehe NSU und manches andere. Wir müssen unsere demokratischen Rechte nutzen. Die Medien sind fast vollständig in der Hand der weniger ökonomischer Mächtiger und beherrschen unsere Köpfe. Die Kluft, die Kraft der arbeitenden Mehrheit in den Betrieben, liegt in den Betrieben, in den Büros, in den Krankenhäusern, auf der Straße. Unser großes Ziel ist eine sozialistische Gesellschaft. Der Weg dorthin ist unter uns umstritten. Friedliche oder revolutionäre Entwicklung, das ist in unserer Partei tolerant zu diskutieren. Die reale Geschichte wird diese Frage entscheiden. Meine Erfahrung ist, es gibt kein friedliches Hineinwachsen in Sozialismus. Und von der SPD 1918 propagierte Kooperation mit den Kapitalisten. Und das haben wir auch erfahren in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, darüber will ich jetzt nicht reden. Die bisherige Erfahrung ist eindeutig. Es fällt mir schwer, an eine schrittweise Transformation zu glauben, wie sie gegenwärtig in der Linkspartei debattiert wird. Aber wir müssen ruhig und tolerant diskutieren. Wir brauchen keine Zusammenarbeit mit der herrschenden Klasse und ihren Parteien. Wir müssen Schritte vorschlagen, die von den antagonistischen Interessen der zwei Hauptklassen ausgehen und die gegensätzlichen Interessen bewusst machen. Zum Beispiel Arbeiter mit lauter Produktion statt Mitbestimmung und gegen Co-Management. Eine solche Strategie muss Ergebnis unserer Parteidebatten werden. Ich bedanke mich für eure Geduld.